zu Gast bei Thalia. Mit freundlicher Unterstützung durch die Thalia Buchhandlung im Schlosspark Center Schwerin, Marienplatz 5. Unter den zahlreichen Werken des Klassikers Theodor Fontane gibt es beinahe alles. Romane, Erzählungen, Gedichte, Briefe, ein Kochbuch allerdings fehlt. Wobei das Essen in Fontanes literarischem Nachlass immer eine bedeutsame Rolle spielt. Diese Lücke wollten am 200. Geburtsjahr des lebenfrohen Dichters der Schauspieler Gunter Schoß und der Musiker Frank Fröhlich bei ihrem Programm unbedingt schließen. Der literarische Spaziergang mit kulinarischer Beilage wurde bei Thalia in Schwerin am 11. Mai präsentiert. Sein Motto lautete: Entenbrühe mit Apfelperlen. Da gibt es natürlich ungeheuer viel Material und auch aus den Romanen natürlich immer so die Stellen, wo eben Essen, Trinken und Konversation zusammenfällt. Was denken Sie dabei? Wir machen ja schon das vierte Programm zusammen und haben in meinem Hörbuchverlag auch schon drei Hörbücher zusammen veröffentlicht. Und bei Fontane, ich denke daran, dass ich ja aus der Fontane-Gegend stamme. Ich komme ja aus dem Oderbruch. Und wenn ich die Textmappe von ihm bekommen habe und das gelesen habe, da habe ich meine Fahrradtouren vor Augen gehabt. Gunter Schoß hat über 150 Filme gedreht und mehr als 50 Hauptrollen auf der Leinwand und auf der Bühne gespielt. Mit seiner markanten Stimme etablierte sich Schoß auch zum erfolgreichen Sprecher und erhielt dafür sogar den Grimme-Preis. 1999 las er 25 CDs mit Fontanes Wanderungen durch die Mark Brandenburg als Hörbücher ein. Sein Bühnenkollege Frank Fröhlich veröffentlichte bereits 38 CDs und hat auch gerne mehrere Schriftsteller bei ihren Lesungen begleitet, unter anderem auch Walter Kempowski. Vieles verbindet beide Künstler, darunter auch ein gut geschulter Gaumen. Nicht nur im kulinarischen, sondern auch im literarischen Sinne. Er war da einer, der mit der einfachen deutschen Küche gut umgehen konnte. Und Champagner war auch nicht so sein Getränk, sagt er mal in einem. Er hat ganz gern mal die Auster genascht. Aber ansonsten hat er eine sehr einfache Küche, ist anscheinend zu Hause gepflegt worden. Haben Sie etwas aus Montana gegessen? Ich habe Koch gelernt. Und ich werde aus dem Kochbuch von Fontane noch was kochen. Ich werde die Entenbrühe mit Apfelperlen werde ich zu Hause kochen. Am besten, wenn du zu Besuch bekommst. Bei der nächsten Begegnung bei Thalia in Schwerin am 26. Juni wird Bettina Tietjen den Schlafsack ausrollen und aus dem Camperleben berichten. Der Beginn ist wie immer um 20.30 Uhr. Zu Gast bei Thalia. Mit freundlicher Unterstützung durch die Thalia Buchhandlung im Schlosspark Center Schwerin, Marienplatz 5.